Heute möchte ich euch zeigen, wie man Schrägbänder selber machen kann, und zwar als Meterware, und dabei muss man nur eine einzige Naht schließen. Dafür bügele ich mir meinen Stoff schön gerade und schneide mir einen Streifen ab. Ich nehme gerne zwischen 40 und 50 cm Breite. Wenn ihr natürlich nicht viel Schrägband braucht, braucht ihr nicht die gesamte Stoffbreite verwenden. So, nachdem ich diesen Streifen begradigt habe, lege ich mein Lineal an und achte darauf, dass ich genau 45 Grad wähle als Winkel. Dann schneide ich mit meinem Rollschneider dort entlang. Das gleiche mache ich an der anderen Seite. Wichtig dabei ist, dass die Richtung der Schräglage, also die Diagonale, genau gleich ist. So, ich habe das schon mal vorbereitet. Dadurch entsteht jetzt eine Raute. Wenn ihr die ganze Stoffbreite verwendet, ist die Raute entsprechend länger. Heißt nach rechts und links. Die linke und die rechte Kante sind nun unsere schräge Kante, der schräge Fadenlauf. Und oben und unten ist gerader Fadenlauf. Ihr seht es ein wenig an der Stoffstruktur. Ich habe hier das Stoffstück auf links gedreht. Denn nun gibt es zwei weitere Varianten. Wenn ihr gerne mit der Schere alles schneiden wollt oder wenn ihr schneiden müsst, weil ihr keinen Zuschneideautomat von Simplicity habt, dann müsst ihr euch jetzt schon die Linien anzeichnen, wie breit euer Schrägband werden soll. Das bedeutet in dem Fall, ich möchte gerne ein Schrägband haben, was später fertig knapp 1 cm breit ist. Das heißt, ich brauche 4 cm Stoff. Ich könnte jetzt auch 4 cm breite Streifen schneiden und die Stück für Stück an der Kante aneinandersetzen. Das ist mir aber viel zu aufwendig. Ich habe wenig Zeit, also muss alles sehr praktisch sein. Mit der Schneiderkreide ziehe ich mir nun Linien, die parallel zu meiner schrägen Fadenlaufkante verlaufen. Dafür lege ich mein Lineal an, ziehe die Linie entlang, rutsche weiter. Dann kommt die nächste Linie und so weiter und so fort bis zum Ende. Ich habe hier zwar nicht sehr schön fürs Video, aber ich habe eine weiße Schneiderkreide gewählt. Aus dem einfachen Grund wähle ich jetzt eine blaue, die man schön sehen kann, und ich schneide nicht exakt an der Linie, habe ich auf der rechten Seite oft die blaue Kreide durchschimmern. Und wenn sie dann beim Waschen nicht rausgeht, ist das Ganze nicht so schön. Also ich würde es nicht mögen und würde es dann wahrscheinlich wegschmeißen und neu machen. Also verzeiht mir, dass ich weiße Schneiderkreide genommen habe. Für den nächsten Schritt brauche ich ein paar Stecknadeln. Das könnte jetzt etwas kompliziert sein, weil ich hier einhändig hantiere. Es kann sein, dass ich euch mal ganz kurz zur Seite legen muss. Ich wende mein Stoffstück wieder auf rechts. Und nun nehme ich eine Kante, eine Ecke. Und ziehe sie quer rüber an die spitze Ecke. Hierbei müssen jetzt die Ecke und meine Markierung von vorhin, von dem Parallelzeichnen von den 4 cm, aufeinandertreffen. Ich zeige euch das mal, ich habe das hier gesteckt. Hier ist meine Markierungslinie und auf der Rückseite stößt meine andere Ecke auf die Markierungslinie, und zwar genau dort, wo ich nähen möchte. Ich brauche nicht viel Nahtzugabe, 0,7 cm reichen auch, 0,5 würden es auch tun. Das Ganze stecke ich mir jetzt bis zum Ende. Wenn ihr bis zum Ende gesteckt habt, werdet ihr merken, dass die Spitze von der anderen Seite auch wieder übersteht. Im Idealfall gibt es wieder die 4 cm, wie wir sie auch am Anfang gemacht haben, auch am Ende über.
Und zwar wieder genau an der Stelle, an der ich später nähen möchte und meine Nahtzugabe habe. Das Ganze sieht dann erst so wurstelig aus, aber wartet's ab. Wenn wir das Ganze nun nähen, sollten wir eine kleine Stichlänge nehmen. Ich nehme dazu bei meiner Maschine den Geradstich links, eine Stichlänge von 1,6 und muss auch gar nicht verriegeln. Warum ich nicht verriegele, liegt einfach daran, dass diese Nähte bei Schrägbändern besonders flach und dünn sein sollen. Und wenn ich jetzt verriegeln würde, würde ich eine dicke Stelle damit bekommen. Und zum späteren Auseinanderbügeln ist das besser, wenn man alles schön flach hat. Deswegen auch die geringe Stichlänge. Dadurch brauche ich wirklich nicht verriegeln. So, dann legen wir mal los. Fertig genäht. Mal schauen, wie das Ganze nach dem Bügeln aussieht. Um Nähte auszubügeln, die in einem Schlauch sind, benutze ich am liebsten das Ärmelbrett. Ich streiche die Nahtzugabe auseinander und fahre dann mit dem Bügeleisen hinterher. Das kann aussehen. Dann drehe ich das Ganze weiter. Ihr seht schon, es bekommt den Charakter, dass diese Naht, die wir gerade geschlossen haben, die im geraden Fadenlauf ist, jetzt plötzlich schräg ist. Fertig gebügelt. Nun können wir mit dem Ganzen an unseren Schneidplatz gehen und es zuschneiden. Das Ganze jetzt aussehen. Da stehen ja so blöde Ecken über. Ja, aber die sind nötig, sonst wird es keine Meterware oder der Fadenlauf ist nicht wirklich 45 Grad. So, jetzt suche ich mir meinen Punkt, wo ich mit der Schneiderkreide gezeichnet habe. Auf dem Video schlecht zu sehen, aber ich habe meine weiße Linie gefunden. Jetzt darf ich nicht den Rollschneider nehmen, denn ich habe ja darunter auch noch Stoff liegen. Dann würde ich den ja kaputt schneiden. Also muss ich mit der Schere arbeiten. Gehen wir mal los. Da das zu langweilig wäre, werde ich jetzt noch mal kurz stoppen und euch dann wieder weiter berichten. Passt einmal rum und seht, wenn ich jetzt weiter schneide, wird es Meterware und ist mit einer einzigen Naht zusammengesetzt. Der Rest ist nur noch Fleißarbeit und schon habt ihr Meterware, die ihr dann zu einem Schrägband verwandeln könnt. Denn das letzte Bügeln kommt ja noch. Nach dem Schneiden sieht man erst, wie viel Schrägband da entstanden ist. Ich messe es mal durch, bin gespannt. Eine ganze Menge Streifen sind das. Wir sind hier bei 50 cm und haben daraus bekommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, knapp 11 mal 50 cm, das sind insgesamt 5,5 Meter. Naja, knapp. Und ihr seht immer wieder zwischendurch die Schließnaht. Und stört die uns auf der rechten Seite? Mich stört sie nicht. So, als nächstes machen wir daraus ein Schrägband.